Dieser Sport war wie für die Straße gemacht. Er zog die Kids aus kaputten Familien an, deren Leben von Gangs, Drogen und Armut geprägt war. Das Gefühl, die Kontrolle über seinen eigenen Körper zu haben, lenkte ihre Aggressionen in positivere Bahnen. Die Bartenders waren wie eine Familie für mich. Sie gaben mir die Kraft, mich weiterzuentwickeln, in Schulen zu lehren und Leute kennenzulernen, die das Gleiche durchmachten wie ich. Es war weniger der Sport an sich, sondern die gesamte Bewegung. Das Training ist kostenlos. Vielleicht haben sich deshalb schon mehr als 50.000 Ukrainer dem Street Workout angeschlossen. Es lag nicht nur am Erfolg der Barstars, dass sich diese Sportart so rasant verbreitete. Auch der soziale Aspekt trug zu seinem Wachstum bei, da sie offen stand für jedermann. Athleten und Trainer aus unterschiedlichen Schichten konnten sich im Park zusammentun. In Spanien betrug die Arbeitslosenquote 27%. Ich bin Ceci. Ich gründete Barbario, weil ich als Soziologin wusste, dass Sport sehr positiv auf eine Gesellschaft einwirken kann. Mein Ziel ist es, den Kids zu zeigen, wie sie sich selbst helfen können. Barbario ist die erste Street-Workout-Gruppe, die in Spanien gegründet wurde. Sie ist ein Bestandteil der Africa Una Association. Wir hatten von Bartenders und ihrer sozialen Arbeit erfahren. Daraufhin starteten wir unser eigenes Projekt. Der Sport ist unser Werkzeug, um die Kids auf das Leben vorzubereiten. Ich will anderen Leuten zeigen, was ich gelernt habe. Es erinnert mich daran, dass mein Leben fast hinter Gittern endete. Aber jetzt lebe ich in Freiheit und kann Millionen Menschen mit dieser Botschaft erreichen. Dafür bin ich immer noch wahnsinnig dankbar. Giant sagte mal, du hast Größe. Und wem gibst du sie weiter? Daran sollte man sich immer erinnern. Es wäre toll, wenn Calisthenics die Schulen und andere Jugendeinrichtungen erreicht. Ich brauche keine 20 Muscle-Ups. Ich will einfach nur, dass meine Kids einen Klimmzug schaffen. Es rettet Leben und bringt die Familien zusammen. Eine Klimmzugstange kann eine ganze Gemeinde verändern. Für mich ist Street Workout ein Mittel, mit dem ich für die Gemeinde arbeite und anderen helfe. Es ist ein Lifestyle. Es macht einen weder größer noch kleiner. Man lernt dabei, was es heißt, ein Mensch zu sein, anderen zu helfen und auf sich selbst zu achten. Man ist mit sich selbst in Einklang. Es ist ein schönes Gefühl, zu einer weltweiten Familie zu gehören, die sich über den ganzen Globus ausdehnt. Darauf gründen sich menschliche Beziehungen. Man kennt sich und glaubt an die gleiche Sache. Es geht nicht darum, im Spiel zu gewinnen, sondern im Leben. Man beweist sich selbst und anderen, dass man besser werden kann. Und deshalb glaube ich, dass diese Bewegung das Leben von vielen Menschen auf der ganzen Welt verändern wird. Es hat weltweiten Erfolg, obwohl sein Einfluss sich sehr unterschiedlich auswirkt. Leute, die in den Park gehen, lassen sich davon inspirieren und versuchen es genauso zu machen. Vielleicht rettet man sogar ein Leben und derjenige rettet dann das Leben seines Freundes. Ich glaube daran, dass jeder sein Leben selbst bestimmen kann. Dein eigenes Gewicht zu stemmen kann dein Leben retten, glaub mir. Die Stange hat mich verändert, auch meine Persönlichkeit. Es gibt nichts, was mir mehr bedeutet. Es ist mein Leben. Wäre meine Mutter noch hier und könnte das sehen, dann wäre sie stolz auf mich.